Berlin-Potsdamer Platz in der Herberge der Top-Prominenz stellt sich ein Kanzlerkandidat der Presse. Nein, Frank-Walter Steinmeier ist dieses Mal nicht gemeint, sondern Horst Schlemmer. Der Spitzenkandidat der gleichnamigen Partei präsentiert gemeinsam mit First Lady Alexandra Kamp sein Wahlprogramm. Konservativ, liberal und links wie er ist, könnte er sich eine Fango-Koalition mit den Grünen vorstellen. Aber zuerst werden brav die Fragen der Journalisten beantwortet. Mein Name ist Horst Schlemmer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Grimmauer Tagblatt gewesen. Ich habe jetzt, verstehen Sie mich? Nee. Ich habe jetzt höhere Ambitionen. Ich will Bundeskanzler werden. Wie können Sie das Parteiprogramm etwas spezifizieren? Schauen Sie, die HSP, da will ich mal ganz klar und dezidiert sagen, steht für Gerechtigkeit. Wir stehen für Gleichberechtigung, für soziale Gleichberechtigung, aber auch Gerechtigkeit insgesamt. Wir sind der Ansicht, dass alles zu wenig ist. Es muss mehr sein. Wir haben im Prinzip das Beste, was man so machen kann. Das Beste aus dem Konservativismus, also was so, was man, wenn man die Werte bewahren will, hat. Und liberal und links sind wir. Also es gibt gar nichts zu meckern. Auch ein bisschen Ökologie, es ist alles mit drin. Also sparen Sie sich diese kritische Nachfrage. Deutsche Welle Fernsehen. Ich hätte gerne gewusst, weil Sie ja eine Frau im Amt des Bundeskanzlers herausfordern, was Sie denn speziell tun wollen, um Frauen, die Wählerinnen, anzusprechen. Ja, da Sie Deutsche Welle sind und international, gestatten Sie mir, dass ich auf Englisch antworte. First of all, I'd like to put out that the HSP, which is the Horst Schlemmer Party, stands for justice, you know, and freedom, and of course, emancipation of the woman. And I forgot the rest of your question. Und damit auch keiner der anwesenden Journalisten später etwas gegen einen unfreiwilligen Filmauftritt persönlich und vor allem rechtlich einzuwenden hat, erklärte Schlemmer kurz den Grund der aufwendigen Pressekonferenz. Ich sag's euch, der Film ist nicht fertig. Wir präsentieren hier etwas, uns fehlen 7 Minuten und die quälen wir gerade mit euch rein. Wir sind, deswegen ziehen wir das auch in die Länge. Also ihr, diese 7 Minuten, die sind ein, und du kannst ja keinen Film machen, kriegst ja auch, weißt du, wir haben ja Co-Produzent und alles, da kriegst du ja Ärger. Das heißt, ich muss jetzt mit euch hier 7 Minuten. Der Rest des Films sieht dann in etwa so aus. Ich sehe großartig aus. Ich sehe, naja, was geht. Mein Name ist Horst Schlemmer und ich will Ihr Bundeskanzler werden. Also schlechter als die anderen bin ich auch nicht. Ich bin ein Tiger. Sie haben gerufen? Ach, hört mal, da bis unten. Da war die Dame. Hinter Horst Schlemmer steckt natürlich Happe Kerkeling. Der Komiker mischt mit seiner Kunstfigur den deutschen Wahlkampf auf und promotet nebenbei seinen neuen Film. Am 20. August kommt der dokumentarische Spielfilm Ich kandidiere in die deutschen Kinos.